Mit den neuesten Hotfixes, die auch bereits erschienen sind, wurde wie versprochen der Loot im Sunken Temple verbessert, bestehende Items wurden aufgewertet und wie das genau aussieht, das sehen wir uns in diesem Video gemeinsam an, ihr lieben Freunde meines Kanals, herzlich willkommen. Wir sind hier auf Wowhead, den Artikel verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung und hier können wir genau sehen, welche Items angepasst wurden. Und was sofort auffällt, ist, dass einige blaue Items jetzt zu Epics gemacht wurden und dass natürlich die Werte angepasst wurden. Der Raid in Phase 3 gilt generell als einer der schwächsten bisher. Er wird als sehr einfach wahrgenommen. Die Leute sagen, er ist keine Herausforderung und der Loot hat auch nicht gerade dazu beigetragen, dass die Spieler jede Woche voll ambitioniert sich angemeldet haben. Und das möchte Blizzard jetzt verändern, indem sie den Loot aufwerten. Die offizielle Begründung ist, sie wussten noch nicht, wie sie die Itemization in Phase 4 machen. Das wissen sie jetzt und deswegen können sie jetzt den Loot besser anpassen. Okay, wir gucken uns das Ganze mal gemeinsam an. Unterteilt in mehrere Kategorien. Ihr seht, es sind wirklich mehrere Items, die überarbeitet wurden. Also wirklich sehr, sehr viele. Und es geht hier auch nicht nur um Caster-Loot, wie Blizzard eingangs mal gesagt hatte. Nein, das betrifft hier auch andere Items. Wir fangen direkt an mit dem Antlitz des Exilierten. Ein Caster-Kopf, der war zumindest für mich in Phase 3 mein Bisskopf gewesen als Magierheiler. Und der wurde sehr, sehr stark verändert. Wir sehen zum einen weniger Intelligenz, dafür Fire Spell Damage und Shadow Spell Damage, jeweils 20. Interessanterweise ist das Item Level jetzt gesunken von 55 auf 53, obwohl das Item von Rare auf Epic aufgewertet wurde. Allerdings ist der für mich spannende Teil, der ist runter, nämlich 21 Spell Damage und Heal Power ist runter. Dafür 20 Fire Spell Damage und 20 Shadow Spell Damage. Dadurch also interessant für Fire Mages, für Hexenmeister, für Shadow Priests und gar nicht mehr für Heiler bzw. für Arcane und Frost Mages. Und aus dem 21er Spell Damage und Healing Power wurde jetzt einfach nur eine 1%ige Hitchance, um mit Zaubern zu treffen. Also für mich ist das Item gar nicht mehr spannend. Gut, dass ich es nicht gelootet habe, denn dann müsste ich es jetzt ablegen. So, dann haben wir Wille des Kriegers der Atalai. Also generell ist hier schon zu sehen, ne? Item Level von 55 auf 53 runter. Okay, hat ein mehr Agi, bekommt 11 Stärke mit drauf, ein bisschen mehr Stamina und mehr Rüstung. Also ja, platte Brust für Paladine, für Krieger. Und der Blockwert des Schildes auf 30 hoch, also Tank-Item. Klar bleibt es, aber wird auf jeden Fall ein stärkeres Tank-Item werden. Also ja, hat auf jeden Fall eine schöne kleine Verbesserung erhalten. Bei der Prophetentracht der Atalai sehen wir sofort, dass die Intelligenz ist runter. Das Item hat keine weißen Werte mehr, hat ein bisschen mehr Rüstung, warum auch immer da 5 Punkte mehr Rüstung Sinn gemacht haben. Allerdings wurde Healing Power und Spell Damage wurde verbessert um jeweils 3 Punkte und Trefferchance mit Angriffen und Zaubern um 1%. Das macht es theoretisch auch für Melees nicht interessant, aber zumindest, ja, wenn ihr zum Beispiel Hexenmeister-Tank spielt, könnte das ganz interessant sein. Und eben auch kritische Trefferchance für Zauber und normale Angriffe um 1% erhöht. Okay, interessant. Also wie gesagt, ja, für Hexenmeister-Tanks kann das dann interessant sein. Dann haben wir die verfluchten Schuppenarmschienen. So, ich muss ein bisschen hochscrollen, dass ihr auch das Tooltip seht. Die verfluchten Schuppenarmschienen haben einfach nur mehr Rüstung bekommen. Ne? Hatten vorher 143, jetzt 148 Rüstung, also minimale Rüstungsverbesserung. Jetzt fragt ihr euch, was sollen Stoff-Items denn bitte mit Rüstung? Ist halt für Hexenmeister-Tanks ganz interessant. Ein Item, was keine epische Aufwertung bekommen hat, Kriegsbänder der Aufopferung, hat jetzt einfach seine Defense-Wert verloren. Dafür ist dazu ein Blockwert bekommen. Also der Blockwert des Schildes um 10 verbessert. Also Defense plus 4 ist runter. Dafür Blockwert des Schildes ist hier hochgegangen. Handgelenke, Platte, also für Krieger und Paladine. Die Blutfackelkrallen, Lederhände für Schamanen und Druiden haben ihre Willenskraft verloren. Das haben wir schon sehr oft beobachtet in der Season of Discovery, dass Items keine Willenskraft mehr haben. Wahrscheinlich ein Stat, bei dem Blizzard gesagt hat, der ist einfach nicht mehr so mächtig. Dafür wurden Healing Power und Spell Damage verbessert von 19 auf 21, also minimal. Und die Trefferchance mit allen Angriffen und Zaubern um 1% verbessert. So, Verhexerhandschuhe der Atalai. Auch wieder mehr Healing Power und Spell Damage, Stoffhände.
Der Talienbund des Tempelplünderers Ledergürtel bekommt eine geringere Melee Attack Power. Also das Item wurde sogar ein bisschen verschlechtert. Denn die Angriffskraft für Nah- und Fernkampf von 36 auf 32 runter. Dafür 9 Beweglichkeit mit drauf. Und mit den 9 Beweglichkeit dürfte auf jeden Fall die Angriffskraft wieder ausgeglichen sein, glaube ich zumindest. Okay, ja. Also ist eine Veränderung eigentlich nur der Gewichtung. Gürtel des vergessenen Anbeters ist ein Kette-Item, Aufwertung auf episch. Die Willenskraft fliegt runter, dafür Spell-Damage drauf, 24. Das ist auf jeden Fall eine starke Verbesserung und auch mehr Rüstung. Dann haben wir Kilt des gefallenen Propheten der Atalai, Stoffbeine, Spell-Damage und Heal-Power von 21 auf 29 hoch. Das ist eine starke Verbesserung und auch alles, was daran verbessert wurde. Verfluchter Windschuppensarong, Lederbeine, Aufwertung von Blau auf Epic. Wir haben 11 Intelligenz drauf bekommen, da war vorher gar nichts drauf. Und Healing Power von 37 auf 44 verbessert und der Rüstungswert verbessert. Okay, das ist auch eine starke Verbesserung. Blutunterlaufene Kampfschienbeinschützer, Kettefüße, auch wieder Aufwertung auf Epic. Wir haben Stärke 5 auf 15 hoch, also vorher 5, jetzt 15, das ist eine gute Verbesserung und auch mehr Rüstung mit drauf. Wiederhergestellte Schlängelschuppenstiefel, Lederfüße, auch hier wieder von Rare auf Epic. 15 Intelligenz drauf, war vorher gar nicht drauf und auch ein höherer Rüstwert. Also das finde ich schön, dass jetzt hier ein bisschen Intelligenz auch mal nachgeliefert wird. Das Federhauttuch ist ein Rücken. Der bekommt mehr Healing Power von 24 auf 35 hoch, das ist stark. Mehr Rüstung und auch hier wieder die Aufwertung von Rare auf Epic. Dann das perfekt erhaltene Drachenauge ist ein Hals, genau. Hat auch wieder Aufwertung von Rare auf Epic, Intelligenz von 8 auf 10 erhöht. Ach, hier ist mal eine Willenskrafterhöhung drauf von 7 auf 8 und Stamina, also Ausdauer auch von 5 auf 8. Und dann haben wir noch einen Hals, nämlich Jindos verlorenes Medaillon. Auch hier haben wir wieder von Rare auf Epic aufgewertet. Healing Spell und Damage Spell, also Healing Power und Spell Damage von 12 auf 19. Das finde ich ganz gut. Ja, auch eine schöne Verbesserung. Ja, das waren so erstmal die einzelnen Rüstungsteile. Also ja, wir haben deutlich mehr Caster dabei. Wir haben ein bisschen Tank dabei. Und wir hatten auch einmal ein Item für Nahkämpfer dabei. Aber Nahkämpfer sind eben sehr stark. Also ich blende hier nochmal die aktuellen Charts ein. Nahkämpfer sind natürlich schon recht stark. Deswegen viele Verbesserungen sollen ja eigentlich für Caster sein. Mal gucken, wie es jetzt bei den Waffen weitergeht. Wir haben jetzt noch elendig viele Waffen, die verändert wurden. Ich werde jetzt nicht jedes Item im Detail, also wir gehen überall mal drüber, ne? Glimmerklaue. Also wir haben bei den Waffen übrigens ganz kurz, wir haben bei fast allen Waffen hier, könnte ich jetzt gleich sagen, war vorher blau ist jetzt episch. Das erspare ich mir jetzt mal. Also jedes Item ist hier aufgewertet worden. Ihr seht es. Ihr guckt euch die Liste an. Alle diese Items waren vorher blau, sind jetzt epic. Also ja, Sunken Temple jetzt voller Epics, muss man wirklich sagen. Also wirklich fast nur noch Epics im Loot gefühlt. Okay, wir fangen an. Glimmerklaue. Ist der Damage ist angepasst worden. Der Max Damage von 182 auf 237. Dafür der Weapon Speed hoch auf 3,9. Und die DPS hat sich damit um so circa 3,3 Punkte verbessert. Außerdem ist auch noch mehr Beweglichkeit mit drauf, nämlich 28 war vorher 20. Der blutige Kopfstachel, auch hier haben wir, also das sind Zweihandwaffen, ne? Also die Glimmerklaue ist eine Zweihandstangenwaffe und der blutige Kopfstachel ist auch eine Zweihandstange und auch hier wieder ist der Max Damage auf 219 hoch, war 171 und Weapon Speed von 3 auf 3,6 und der DPS sich hier um 3,1 Punkt verbessert und 10 mehr Beweglichkeit drauf, das ist auch ziemlich cool. Die Gewehraxt des Tempelforschers, war die für jemanden bis, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall im Ankündigungsvideo für Phase 3 war sie ja ein Highlight. Auch hier, dadurch, dass das eine Zweihandwaffe ist, der Max Damage ist von 194 auf 213 erhöht worden. Der Weapon Speed von 3,4 auf 3,5. Und auch hier wieder knapp 3 Punkte DPS drauf. Ich glaube, das wird jetzt hier überall so sein. Deswegen brauchen wir das jetzt gar nicht mehr überall so vorlesen. Ich glaube, dass sie einfach die Zweihandwaffen ein bisschen langsamer gemacht haben. Dafür aber mehr Max Damage für höhere Damage-Spitzen.
Genau, Zweihandstreitkolben, der war von der Geschwindigkeit, der war schon auf 3,7 von der Geschwindigkeit und ist von 211 Max Damage auf 225 und auch hier wieder die knapp 3 DPS drauf auf dem brandheißen Wuthammer. Der Schlangenbogen, der hat, das ist ein Bogen logischerweise, der wurde der Max Damage von 107 auf 118 angepasst. DPS auch um ca. 3 Punkte, diesmal ein bisschen weniger, 2,9 Punkte. Dafür Angriffskraft von 14 auf 18 hoch. Ja, auch nicht schlecht. So, der geschärfte Zahn des Iranicus ist eine einhändige Axt. Auch hier wurde der Max Damage angepasst von 119 auf 131, Stärke von 6 auf 11 verbessert. Und auch wieder knapp, naja, 3,5 Punkte, 3,4 Punkte, sowas in die Richtung, wurde hier noch auf DPS draufgepackt. Also ja, auch die Nahkampfklassen gewinnen durch mehr DPS. Ein bisschen langsamere Waffen, zumindest bei den Zweihändern, aber auf jeden Fall auch ein bisschen mehr DPS. Macht des Blutlors, haben wir das gleiche. Also auch hier Stärke von 5 auf 6 hoch, immerhin Ausdauer von 11 auf 15 hoch, wieder die üblichen 3,5 mehr DPS. Also wir haben wirklich DPS-Boost bei den Waffen überall jetzt dabei gehabt. Faustwaffe, Fäuste des Verlassenen. Hier ist der Weapon Speed verbessert worden von 1,9 auf 1,4. Und der Max Damage ist von 114 auf, warte mal, nee, falsches Item. Der Max Damage ist reduziert worden von 90 auf 72. Dafür aber eine schnellere Angriffsgeschwindigkeit und der DPS geht auch um die, naja, ich sag mal so 2, ja, ich würde sagen so 2,4 Punkte geht der DPS hoch. Wahnsinn des Avatars. Mal ein Caster-Streitkolben, also ein Heiler-Streitkolben, besser gesagt. Und der Heiler-Kolben macht ein bisschen mehr Max-Damage. Das ist uns bei Heiler-Items aber egal. Der DPS geht ein bisschen runter. Dafür 12 Intelligenz drauf. Ich scroll mal ein bisschen hoch. Also Wahnsinn des Avatars, 12 Intelligenz hoch. Und Spell-Damage, Healing-Power von 15 auf 20 hoch. Und es gibt noch 1% Trefferchance. Auch nicht schlecht. So, Schlangenklopfer ist ein einhändiger Streitkolben mit Beweglichkeit, also interessant für Schamanen und für Schurken. Hat ein bisschen an Geschwindigkeit, also ist ein bisschen langsamer geworden von 2,3 auf 2,7. Hat von 109 auf 137 einen Buff für Max Damage erhalten und auch hier wieder ca. 3,4 Punkte mehr DPS. Beweglichkeit um einen hoch und Stärke um 3 Punkte hoch. Hybris der Banditenbrenner ist ein Caster-Dolch, da interessieren uns erstmal die Nahkampfwerte nicht. Geht aber von Item-Level hoch, ne? Von 55 auf 58, verliert ein bisschen DPS, dafür 1 Intelligenz mehr drauf und 9 mehr Healing-Power und Spell-Damage. Ja, das auf jeden Fall ziemlich stark und ich glaube, das ist auch für mich sogar mein Biss-Dolch schon gewesen. Und wird er jetzt dann dadurch auch. Mal gucken, habe ich den nicht sogar? Vielleicht habe ich den sogar schon. Ha, sehr cool. Ach ja, falls ihr euch die ganze Zeit fragt, was ist, wenn ihr die Items schon bekommen habt? Ja, dann werden die auch aufgewertet. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr alles nochmal neu farmen müsst. Hoffe ich zumindest. Dann haben wir einen reinen Heiler-Dolch, der Opfertraum-Dolch. Der hat nur Healing-Power drauf. Die geht auch hoch von 24 auf 31. Und DPS geht auch ein bisschen hoch, 2,5 Punkte circa. Spitze der Hakari-Anbetung ist ein Caster-Dolch. Der bekommt einen Intelligenz weniger, verliert alle Willenskraft. Allerdings gewinnt er ein bisschen Shadow Damage, also ein bisschen immerhin 17 Shadow Damage und hat auch einen Buff, was Healing Power und Spell Damage angeht, nämlich von 19 auf 26 jeweils Spell Damage und Healing Power und 17 Shadow Spell Damage kommen auch noch mit drauf. Das ist natürlich ziemlich cool. Ja, die Shadow Priests hatten es in Phase 3 wirklich nicht leicht. Dann haben wir Mijans Regenerationsroute. Das ist wieder ein Stab und der bekommt ordentlich Healing Power drauf von 44 auf 62. Der Rest ist wie gesagt nicht so wichtig, ist ein Heilerstab. Aber ja, 44 auf 62, das ist echt ein riesiger Sprung. Sense des Traums, eine Stangenwaffe, gewinnt Beweglichkeit mit dazu, nämlich genau genommen 3 Punkte, bekommt 6 Punkte Stärke drauf und 2 Punkte Stamina und verbessert den DPS um 2,5 Punkte. Sehr, sehr cool. Der Albtraum-Fokus-Stab ist wieder ein Caster-Stab. Der gewinnt Healing Power und Spell Damage. Jeweils 7 Punkte gehen da drauf und macht ein bisschen weniger
DPS. Auf jeden Fall, ja, ist sowieso nicht interessant, DPS für sowas. Der Albtraum-Fokusstab ist für Caster und der hat ordentlich Ausdauer und ordentlich Intelligenz drauf und bekommt jetzt noch einen Boost, was Healing Power und Spell Damage angeht, von 29 auf 36 und ist damit auch eigentlich schon fast auf dem Niveau von Molten Core. Bin sehr gespannt, wie Molten Core-Loot aussieht. So, wir haben es auch beinahe geschafft, Leute. Viel haben wir nicht mehr vor uns. Drachenstein des Blutpropheten ist eine Offhand und die bekommt mehr Healing Power, 42 auf 49 hoch und bekommt auch nochmal etwas mehr Spell Damage, das ist bei dem Item getrennt, und bekommt ein bisschen mehr Spell Damage, von 7 auf 14 Punkte geht es hoch, na immerhin. Wappen der Überlegenheit ist wieder eine Schildhand, ist auch ein Schild und bekommt mehr Stärke, 8 mehr Stärke. Wappen der Überlegenheit ist ein Tankschild, das bekommt eine Verbesserung von 0 auf 8 Stärke, hatte keine Stärke, hat jetzt 8 Stärke, 3 Punkte mehr Ausdauer und über 150 oder knapp 150 Punkte mehr Rüstung, schön. Schutz des Hakari-Hexendoktors ist wieder ein Schild, diesmal aber für Heiler und bekommt einfach mehr Healing Power Spell Damage drauf, ein bisschen mehr Rüstung drauf. Healing Power Spell Damage von 16 auf 21, Rüstung auch hier so circa 150 gehen damit dazu. Kanalisationskröten-Halbschale ist wieder ein Schild für Heiler diesmal, bekommt ein bisschen mehr Ausdauer drauf, insgesamt einen Punkt mehr Ausdauer, bekommt 11 Punkte mehr Heal Power und 150 mehr Rüstung circa. Also ja, schöne Anpassung für die Paladin-Heiler. Dann haben wir die Route der irreversiblen Korrosion. Ist ein Zauberstab und der bekommt Intelligenz mit drauf. 6 Punkte, 2 Punkte Willenskraft mit drauf und 4 Punkte mehr Heal Power bekommt er mit drauf. Also ist ein Zauberstab für Heiler. Dann haben wir die Albtraum-Trophäe. Auch hier wieder ein... War das überhaupt richtig zu sehen? Warte mal hier, die ist. So, dann haben wir die Albtraum-Trophäe, hier auch wieder ein Zauberstab. Der bekommt auch einfach nur mehr Healing Power und mehr Spell Damage. Von 9 auf 12 geht das da hoch. Eine kleine Verbesserung. Dann minderwertige Klinge der Verstohlenheit. Klingt minderwertig, muss sie aber nicht sein. Und sie bekommt etwas weniger Max Damage, nämlich von 66 auf 65. Dafür verbessert sich die Geschwindigkeit von 1,4 auf 1,3 und das Ganze ergibt einen DPS-Boost von 2 Punkten. Und dann haben wir ganz zum Schluss noch die Bannschuppen-Großaxt und die bekommt zum einen mehr Max-Damage von 204 auf 207. Die Geschwindigkeit verschlechtert sich von 3,3 auf 3,4 und wir bekommen so circa 0,8 Punkte DPS drauf. Dafür wird aber die Angriffskraft gegen Drachkin weiter erhöht von 93 auf 117 und das ist gar nicht mal so schlecht, denn spätestens wenn es in die obere und untere Blackrock-Spitze geht, dann stehen wir auch wieder Drachkin gegenüber. Von daher auf jeden Fall dieses Item hat auch noch später einen Nutzen, auch wenn Drachkin jetzt erstmal nach etwas klingt, was wir vor allem im Sankten Tempel aktuell erleben. Ja, ihr lieben Freunde meines Kanals, das sind die Items. Also was sehen wir, wenn wir mal alles so ein bisschen zusammenfassen? Bei den Rüstungen haben wir auf jeden Fall sehr viele Verbesserungen für Caster und auch für Tanks. Bei den Waffen hingegen ist klar zu erkennen, dass Blizzard die Zweihandwaffen langsamer gemacht hat, dafür aber den Max-Damage erhöht hat, damit auch die DPS bei fast allen Waffen erhöht hat. Aber ja, am meisten profitieren tun Tanks und Caster. Und wie es dann bei den Nahkämpfern aussieht, da muss man dann mal abwarten, diese teilweise 2 bis 3 Punkte mehr DPS, wie viel die sich dann wirklich im Kampf bemerkbar machen. Da bin ich sehr auf euer Feedback gespannt. Was haltet ihr von den Verbesserungen? Ist das für euch ein Grund, jetzt auf jeden Fall nochmal reinzugehen ins Sunken Temple? Hat sich damit das große Sunken Temple Problem für euch gelöst? Ist der Loot jetzt motivierend für euch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und dann sehen und hören wir uns wieder im nächsten Video. Ich bedanke mich ganz dolle fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Gehabt euch wohl. BB, euer Hyuga.